So Leute, wir sind wieder da und ihr seht jetzt auch was. Mit immer noch Samson. Denn ich möchte den Satan mit ihm besiegen. Ernsthaft. Curse of the Blind. Nein, das wollen wir nicht. Erstmal Curse of the Blind ist scheiße. Und das, was wir bekommen haben, war, wenn ich das richtig verstanden habe, glaube ich, diese weiße Fliege. Die halt zum Hervorschein kommt, wenn wir Schaden kriegen. Und dann im Endeffekt nichts anderes als eine Tagfly ist. Also so die schlechteste Form, die es gibt. Vielleicht macht sie ja mehr Schaden oder so, ich weiß es nicht. Aber so an sich finde ich sie grottenschlecht, muss ich zugeben. Denn, mal ganz ehrlich, es ist eine Tagfly. Damit zu arbeiten ist erstens sowieso erstmal Übungssache. Also die dann wirklich immer, sich immer so hinzustellen, dass der Tagfly wirklich den Feind trifft. Und achso, im letzten Part war ich trotzdem auch noch übersteuert, weil ich habe das falsche Mikro, ich sag mal, runtergepegelt. Hehe, Entschuldigung. Jetzt sollte dies aber behoben sein. Tut mir leid wegen dem etwas übersteuerten Part. Ein Pilz. Range and Speed Up, ja gut. Also Speed and Range Up. Das kann man so annehmen, ist nicht das Beste, aber darauf kann man aufbauen. Ist das mal lieber so. Und wir sind auch geschrumpft. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Denn damit können wir, denke ich mal, besser ausweichen. Okay, das sind jetzt schon wieder so Leute, die einfach normal pupsen. Die nicht diesen Blutpups haben. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich werde es auch nie verstehen. Hallo. Fliegen. Hallo, spinnenspawnende Spinne. Du gehst mir gerade sehr auf den Sack. Downswell, keine Ahnung. Femine, ja, ist geil. Also beim letzten Mal, tut mir leid, aber das war wieder so ein One oder so, der einen einfach nur abgefuckt hat. Ich hatte wirklich gar keine Lust mehr auf den One. Ne, und gut, das endet. Es war ja jetzt nicht mal so unbedingt absichtlich gemacht, muss ich zugeben. Aber ich muss auch gleichzeitig zugeben, ich hatte wirklich keine Lust mehr. Also, das brauche ich gar nicht abzustreiten. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Du nervst, mein Freund, du nervst. Muss ich dazugeben. Jetzt fängt er an zu spucken. Aber das sollte kein Problem sein. Wenn wir uns nicht so dumm anstellen. Außerdem ist da oben links noch ein Stein, den wir sprengen können. Stirb. So. Ein Ballen. Und eine Pille und nochmal ein Dings. Full Health. Gut, dann wissen wir schon mal Bescheid. Die blau-weiße Pille. Sehr gut. Die können wir dann ruhig öfter mitnehmen. Wahrscheinlich brauche ich sie auch öfter, so wie ich mich mittlerweile kenne, um mein Spielverhalten. So, du schwarze Spinnilein. Du kommst denn nicht so einfach rein. Boah, du nervst so wie die Pest, ne? Danke. Und auch noch ein Schlüssel für den Goldraum, das ist sehr gut. Da mussten wir im letzten One leider auch einen auslassen. Stirb! Danke. Das Herz brauchen wir glücklicherweise noch nicht. Das ist leider nicht so optimal, was hier abgeht, leider. Für mich. Okay, zum Glück nur zwei von diesen fetten Spinnen. Die rennt einfach. Also, ich glaube, ich werde demnächst The Binding of Isaac ohne Kommentare weiterspielen. Und der Macher darf sich dann überlegen, warum ich dies tue. So. Wir wollen natürlich vorher noch den Goldraum. Bei drei Schüsseln holen wir den uns auf jeden Fall. Beziehungsweise wir wollen ja die. Alter, ich hasse es. Verpiss dich doch einfach. Danke.
Der da unten hat sich gerade selbst gesprengt. Du darfst dies auch gern tun, mein Freund. Oder auch nicht. Dann helfe ich dir halt. Gar nicht nervig. Solche Räume, wie ich es schon oft gesagt habe. Ich hasse große Räume, immer noch. Hat sich nicht geändert bis jetzt. Nach über 13 Stunden Isaac hat sich nicht geändert, dass ich große Räume hasse. Ist eine nette Idee. Finde ich super, dass man was Neues einbaut, aber ich mag sie nicht. Nein. Ganz und gar nicht. Kommt doch einfach mal zu mir. Da unten wachert einer. Ich habe ihn leider nicht gesehen, deshalb habe ich ihn auch nicht abgeschossen. Falsche Seite. Da bist du. Ich kann sagen, wo auch immer jetzt dieses dumme Spuckerfee ist. Oh, Toxic Shots. Was? Ja. Toxic Splash Shots. Die hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Das seht ihr gleich wieder, wenn ich irgendwas treffe. Sieht man das auch hier? Ja. Wir hinterlassen so eine kleine toxische Flüssigkeit auf dem Boden, die den Gegnern Schaden zufügt. Aggressive Spinnen. Sehr aggressive Spinnen. Die erste davon ist down. Die zweite jetzt auch. Und uns liebt einen Raum ohne Gegner. Und er findet, dass er mit ist heiß. Gut, wir können den Boss jetzt angehen. Diese Schüsse sind natürlich gar nicht mal so schlecht, muss man zugeben. Zumindest bei stationären Gegnern. Weil es halt Schaden macht. Also es erhöht natürlich schon in gewissen Maßen unseren Schaden. Auch wenn es deutlich bessere Sachen gibt, was Schaden erhöht. Wie zum Beispiel ein richtiges Schaden-Upgrade. Ich wollte ja eigentlich ja die Made hier töten, muss ich zugeben. Also ich möchte eigentlich die Maden töten. Um das jetzt nochmal genauer anzusprechen. Ich meine, gut, wenn es so weitergeht, gibt es gleich nur noch Maden. So wie jetzt, so langsam. So, okay. Und noch zwei Köpfe, sag ich mal. Zwei Furunkel, was auch immer das darstellen soll. So. Und damit hätten wir die Ebene geklärt. Bekommen Tiers ab und bekommen Sachen, die wir nicht mitnehmen werden. Außer diese hier. Sister Maggie und auch das Buch. Nee, muss jetzt nicht. Vor allem nicht für zwei Herzen. Das wäre halt suboptimal. So. Oh. Wir haben momentan gute Range, weil wir neu auf der Ebene sind. Dafür haben wir weniger Schaden. Dies ändert sich natürlich, wie mehr Räume wir machen. Lässt unsere Range nach, aber unser Schaden wächst. Range braucht man bei Bossen aber meist nicht. Ist so mein Empfinden. Sondern eher den Schaden. Daher spielen wir natürlich auch eher darauf. Hallo, du kleines Arschloch. Schüsselkind, du kleines Arschloch. Alles normale Steine, soweit ich sehe. Hallo? Aua. Ja, komme ich leider nicht dran. Wäre natürlich saugeil. Müsste ich nämlich keine Dings mehr opfern. Schlüssel. Danke. Weg mit dir. Aber ich glaube, sie hat mich direkt getroffen, wodurch ich nur ein halbes jetzt verloren habe, oder? Und nicht die Explosion. Das sieht zumindest danach aus. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ist das balanced? Eine Trace of Tears. Auch eher wieder so ein unnötiges Item. Muss man da leider mal wieder zugeben. Kann recht interessant sein, aber im Endeffekt dann doch nicht so das Stärkste. Da ist dieser Giftschuss, den wir haben, deutlich effektiver, finde ich. Die Sache ist die, wenn wir jetzt hier kämpfen, kommt gleich wieder der eine von oben. Wir kennen es ja mittlerweile. So. Wir haben natürlich sehr viel Schaden, welcher einfach über den Boden geht, sag ich mal. Also dem uns Gegner mehr oder weniger folgen oder sowas. Was auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber was auch nicht unbedingt gut ist.
Ich glaube, das ist die Münze gedroppt, ja. Ist es. So, wir können uns jetzt erstmal auch direkt den Boss angucken. Weil so viel gibt es auf der Ebene jetzt leider nicht. Oh. Der Spinnenfemini. Na gut, wir hätten doch jetzt weitermachen sollen, um mehr Damage zu bekommen. Stimmt schon. Da habt ihr recht, Leute. Tut mir leid. Ich nehme wieder auf, meine Nase juckt. Es ist immer wieder das Gleiche. Ich glaube, es liegt daran, weil ich einfach nicht... normalerweise nicht so viel rede oder sowas. Keine Ahnung. Aua, danke. Genau dies habe ich gebraucht, mein Freund. Genau dies. Einfach mal so ein Schuss schön in den Rücken. Hatte ich schon lange nicht mehr. So. Und tot. Und den Cube-Puff mitbekommen wir auch noch. Ich hatte noch nie beide dieser Items, ich sag mal, gleichzeitig. Jetzt haben wir's. Ob das irgendwie besser oder schlechter ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Natürlich in bestimmten Maßen ist es besser, weil wir haben jetzt zwei Schutzdinger um uns rum. Hier wäre der Shop. Der uns aber mit drei Münzen herzlich wenig bringt, leider. Herzlich wenig. Was hätten wir hier? Drei rote Truhen. Das wäre natürlich interessant. Muss ich dazu geben. Drei rote Truhen wären interessant. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, die drei roten Truhen machen wir auch. Tatsache. Alles pillen. Bad Trip, das hat uns ein Herz abgezogen. Range Down hat uns Reichweite abgezogen. Das hat unsere Herzen gedroppt. Das hätte auch tödlich enden können. Und nochmal eine Range Down Pille. Kennen wir die schon? Die kennen wir auch noch nicht. Das war eine Telepille. Gut, die Full Heal Pille hätte ich aber gern. Der Rest ist ja jetzt hier sowieso weg. Okay, dann können wir jetzt noch ein paar Pillen unter Umständen holen. Plus ein Schlüssel war das, glaube ich. Und ich finde den Schlüssel gerade recht wichtig. Okay, keine Pillen. Dafür ein Pups, der uns hätte wehgetan, wenn wir drin gestanden hätten. Das finde ich auch fies, dass diese Dinger pupsen können, ey. Und wir gehen weiter. Also lebenstechnisch sieht es echt scheiße aus momentan. Rest ist in Ordnung. Also geht besser, ist aber jetzt auch nicht unbedingt schlecht. So ein gesundes Mittelmaß halt. Boah, du gehst mir auf den Sack. Du auch. So. Ach komm. Danke. Kann man sich keine 5 Sekunden kratzen. Oder jucken oder was auch immer. Hallo meine Freunde. Ich bin der Curry und ich weine euch jetzt zu Tode. So, was haben wir hier? Nervige Feinde, die natürlich gegen diesen Trails, diesen Geweine sehr anfällig sind, um, also diese Weinspur sehr anfällig sind, um es mal so zu sagen. Na ja, kleinen Kakaohäufchen. Mach kaputt, komm. Nimm das mit. Und gehen wir weiter. Wir suchen sowohl Gold als auch Bossraum. So, na. Weg mit euch. So, einfach da hinten bleiben. Das ist in Ordnung. So, du kannst auch platzen. Das wäre cool. Bitte. Bitte. Ich hab bitte, geht doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe bitte gesagt. Da hat man doch gefälligst zu machen. Ach ja, wie ich euch Viecher liebe. Also kein Stück nervig seid oder so. Nam 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 nam. Tot. So, ich suche Gold und Bossraum. Hier ist nichts von beiden. Hier ist der Goldraum. Danke. Genau, das habe ich gebraucht. Eine verminderte Chance auf den Satanraum. Weil dieser Wand jetzt sowieso schon so erfolgreich aussieht. So, einmal hier durch. Ne, andere Spur, die wir auch nochmal hinter uns herziehen. Jetzt ziehen wir schon zwei Spuren. So eine schwarze und eine andere.
Der Wurm da unten wäre nicht schlecht gewesen, den zu bekommen, aber ich bezweifle, dass wir da jetzt irgendwie drankommen. Ohne Fliegen. Und ich wüsste zumindest gerade nicht, wie wir fliegen sollten. Ja, wir können jetzt Gegner slowen durch dieses Item, was wir aufgesammelt haben. Wir slowen mit der Fläche, die wir hinter uns herziehen, und mit unseren Schüssen. Ist recht praktisch teilweise im Fight, aber es ist auch wiederum nicht OP. Und ich hätte gern so ein paar OP-Sachen, muss ich zugeben. Habe ich eigentlich überhaupt schon mal den Brimstone oder sowas gefunden? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, ich hätte noch nie den Brimstone einfach so gefunden. Die haben sich jetzt natürlich so gesprengt, dass ich da nicht mehr drankomme, was sehr nett ist. Finde ich super. Dank der Trollbombe. Ich hätte vielleicht... Ja gut, ich hätte aber eh die Trollbombe erwischt wahrscheinlich. Ach komm, stirb doch. Boah, Alter, was soll denn der Mist? Ja, das frage ich mich gerade ehrlich. Was soll denn der Mist? Oh, hallo mein Freund. Hallo. Na, öfter hier. Du kannst gern sterben, wenn du magst. Habe ich voll nichts gegen. Mit Bombe. Und unser guter Freund und Helfer. Ich hasse dich. Ich hasse dich wirklich sehr. Du bist in meinen Augen schlimmer als Mutters Herz. In meinen Augen wohl bemerkt. Könnte mal der Slow-Effekt bei dem Boss eintreffen? Danke. Ich lasse mich trotzdem treffen. Einfach nur, weil ich es cool finde. Nicht treffen lassen wir einfach zum Mainstream. Ich glaube, du fliegst auch. Das heißt, meine Tränen machen ja sowieso keinen Sinn, oder? Diese Tränenflächen, die ich hier mache. Habe ich da recht? Keine Ahnung, was das jetzt genau war. Ich habe es aufgenommen. Ich glaube, das war irgendeine Spritze oder so mal wieder. Die man ja in diesem Spiel... Also Spritzen gibt es ja sowieso sehr viele. Die, man bekommt die auch sehr häufig. Hallo. Bist eine Scheißspinne. Scheißspinne meine ich nicht, dass du viel scheißt, sondern einfach blöd bist. So, da will ich dran. Zum Glück wurde da oben aufgesprengt. Ihr dürft jetzt gern verrecken. Allesamt, danke. Ja, gut. Hat mich wenigstens geheilt. Um es mal so zu sagen. Dann brauche ich meine Full Health Pille nicht so schnell einzusetzen. Da ist auch wieder so etwas von wegen... Ah, leck mich doch am Sacki. Wow, bitte nicht vor meiner Nase explodieren. So ist besser. Das Treffen dieser Dinger ist aber auch nicht immer so einfach. Obwohl diese Flugbahnen von denen eigentlich schon sehr einfach sind. Sehr schlicht sind. So, das Arschloch rastet aus, weil ich es angeschossen habe. Meine Güte, ist das ekelhaft, ey. Ich will nicht wissen, was Edmund für Träume hat, ey. Wenn man sich solche Viecher ausdenkt. Wow, danke. Wer auch immer von euch das Ding jetzt abgefangen hat. Ich danke dir. Ja, ich habe es nicht ausgeweint. Es ist mir jetzt aber auch gerade irrelevant. So. Na, Moment. Wartet kurz. Beziehungsweise ihr kriegt ja sowieso Schaden, wenn ihr mir hinterher lauft. So ist es ja nicht. Und gestalt werdet, ja gut, die Kombi ist natürlich jetzt nicht so schlecht, muss ich zugeben. Allerdings bringt mir die Kombi leider bei sowas hier recht wenig, was? Ist dann leider, obwohl, die werden anscheinend trotzdem geslowt. So wie es aussieht. Einer wäre kaputt, von dreien. Aua, danke. Berührungsschaden machen sie auch noch. Na? Ich finde die Viecher so nervig. Bad Trip wird mir ein Leben abziehen. Brauche ich nicht unbedingt. Ja Gott, natürlich. Warum auch nicht? Warum auch nicht, ey? Ja, mein Gott, verpiss dich auch schon. Den Satanraum kann ich sowieso wahrscheinlich schon vergessen.
So, kaputt, kaputt. Da könnten wir bereits den Boss machen. Aber einen Goldraum haben wir auch noch nicht, ne? Nee. Hier werde ich auch wahrscheinlich auch keinen finden. Genauso wenig wie hier. Hier finde ich nur Arschlöcher. Das ist ja schon fast so, als würde ich Leute Ranked spielen. Ich finde nur Arschlöcher. Und für alle LoL-Spieler, die wissen 100%ig, also alle LoL-Ranked-Spieler, die wissen 100%ig, was ich meine. Da muss ich mich nicht mal erklären. Da muss ich mich zum Glück nicht mal erklären. Das ist echt cool. Auch kein Goldraum. Aber ich muss ja hier irgendwo anliegen. Ja. Geil. Er ging aber auch im gleichen Moment tot, als er mich getroffen hat, mehr oder weniger. Der will Schlüssel haben. Von ich leider keinen Überfluss habe. Auch tot bitte, danke. Dort hätten wir auch den Job. Und schon wieder die Feder, was ist denn los? 3 oder 4 Ones jetzt hintereinander, diese Kackfeder, ne? Eigentlich solltest du mitgesprengt werden. Da hole ich mir lieber die Leiter. Dann komme ich nämlich unter Umständen noch an Sachen dran, wo ich vorher nicht dran gekommen bin. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich mal wieder irgendwie verarscht werde, weil dann hier dieser eine Boss hier über Leitern kommen wir über solche Flächen drüber, aber nur einstellige, sag ich mal. Also wir können nur über... Hier kann ich zum Beispiel nicht drüber, wie ihr seht. Aber hier ist wiederum schon. Genau wie hier. Hallo, mein Freund. Bam. Es rollt. Es macht eine Pirouette. Und es sollte jetzt so langsam mal sterben. Ach, komm schon. Kleiner dicker Mann. Ja, was jetzt? Mach mal eine Runde rollen. Ne? Du rollst gerne, ne? Ja, das tust du. Ja, das tust du. Du rollst gerne. Und jetzt stirbst du. Danke. Shot Speed und Damage Up. Das ist wenigstens mehr oder weniger ein doppeltes Damage Upgrade in einem. Wenn wir schneller schießen und mehr Schaden machen, machen wir natürlich mehr oder weniger doppelt so schnell Schaden. Das ist wieder so ein Raum, der sehr nett ist von der Form her. Ich glaube, die Raumform so hatte ich auch noch nicht mit den Gegnern. Ist auf jeden Fall mal wieder so ein richtiger Fick in den Arsch. Aua. Alter, dann manövriert sich die Fliege da echt nochmal so durch. Manchmal könnte ich so richtig kotzen. Ich glaube, ich gehe erstmal eine Runde schlafen hier nach gleich. Ich habe keine Lust mehr. Frust abbauen. In Träumen einfach so virtuell, also virtuell vor allem. Also so zum Schlaf so ein paar Leute verhauen. Das ist immer cool. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob die unter Umständen auch diese Leiter benutzen könnten, die Viecher. Das war jetzt einfach nur. Items der Ebene neu würfeln, was auch immer du bist. Box of Spider. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass ich alle 2 Räume eine Spinne beschwören kann. Ist beides nicht so geil. Wow. Jedes Mal, ne? Für mich ist der Strahl schon weg. Das Vieh bewegt sich sogar in meinen Augen schon. Ich kriege es trotzdem noch voll ab. Dafür brauche ich mindestens 2 Bomben, um rüberzukommen. Black Candle. Fluchimmunität. Warum ich da reingegangen bin, weiß ich nicht. Das wäre eher ein Außersehen als Absicht. So.
der auch tot? Eine Bombe bräuchte ich am besten noch. Wow. Jene Bombe. Damit ich da auch die Dings aufsprengen kann. Oh Gott, ey. Ups, hier lang. Ja, keine Bombe natürlich. Komm, gib mir die verkackte Bombe. Und stirb vor allem mal. Das hätte ich nicht aufnehmen sollen. Muss ich zugeben, das war nicht so intelligent. Hier war das, ne? Ich habe hier jetzt das Problem, ich brauche zwei Bomben, um rüberzukommen. Und noch eine Bombe, um diese Truhe hier aufzusprengen. Diese Bombe habe ich aber leider nicht. Interessant, dass er trotzdem noch die Leiter dahin legt. Aber naja. Ich habe mir ja auch gewünscht, dass ich sage... Oh Gott, wir sind schon bei Mutter. Warum bekomme ich eigentlich in letzter Zeit so oft die rote Mutter? Aua. Ja, finde ich auch lustig. Wow, hallo. Aua. Ja, finde ich auch, wie gesagt, lustig. Ist ultra sky. Aua. Mir fiel gerade auf, ich musste die jetzt mal einsetzen. Aber ich glaube, wir werden stärker, wenn wir getroffen werden. Weil jetzt wurden wir ein paar Mal getroffen und guckt euch jetzt mal unsere Tränen an. Isaac, warum hast du mich getötet? Ich war doch immer so lieb zu dir. Ich habe doch nur versucht, dich zu treten. Ach ja. Das wird wieder nichts, Leute. Das wird leider wieder nichts. Ich finde es langsam echt ärgerlich, dass es so ekelhaft wird mit den Items und sowas momentan. Mein, ja, geil. Zweimal Gemini. Zwillinge im Endeffekt. Dann haben wir ein rotes Baby, dann haben wir das zweite. Wow. Habt ihr gesehen, wie das Ding gerade an mir klebte? Auch sehr interessant. Nicht gewusst, dass ein Baby einen so stark umarmen kann. Range Down Pille, sehr wichtig. Wie sich das Vieh aber schon bewegt, während der Strahl noch da ist. Und solange der Strahl auch nur so ein bisschen noch zu sehen ist, kann er uns auch noch schaden. Ich hatte ja gehofft, irgendwo hinzukommen, wo ich noch nicht war, muss ich zugeben. Ich kann hundertprozentig sagen, der One wird nichts. Warum ich jetzt nochmal hier reingehe, weiß ich nicht. Vielleicht möchte ich ja sterben. Wäre ja nichts Neues. Hellstone. Okay, tötet mich. Danke. Da hatte ich dann jetzt doch keine Lust mehr. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.